So, erstmal einen Schluck Cola aus der Riesenpulle, weil von alleine wird man nicht so dick. Willkommen zurück zu einem neuen Pokémon Go Video, zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und lange hat es gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut. Fällt gerade auf, dass die Kamera wahrscheinlich übelst schräg steht oder keine Ahnung, hallo? Denn ich habe ja das Perlu-Event, also ein Video darüber gemacht, was alles schiefgelaufen ist. Perlu mobbt mich und habe euch natürlich versprochen, dass noch ein Entschädigungsvideo kommt, wo ich zeige, wie das Event eigentlich richtig abging, wenn alles gut gelaufen ist, wenn alles gepasst hat, wie heftig das Event doch im Endeffekt war, im Vergleich gerade auch zum Barspartag. Und deswegen blende ich hier natürlich die ganze Zeit schon ein paar Sachen ein. Hoffe ich, dass ich das so hinkriege. Ich muss das jetzt alles aus dem Stegreif erzählen. Habe mir ein paar Notizen gemacht, werde das vorlesen, versuchen das passende immer hier einzublenden. Denn meinen Perlu-Eintrag habe ich ja schon gezeigt, den Pokédex-Eintrag, wie der reingelaufen ist, als ich das erste bekommen habe. Mit 535, auch das erste Shiny, hatte ich in dem alten Video schon gezeigt, habe das eingetragen mit 527. Dann war es natürlich vermehrt, gab es Wasser-Pokémon, die saßen überall rum. Da waren richtig heftige Spawns auch dabei. Nicht nur, dass fast jedes Pokémon, was ihr kriegen konntet, an dem Tag auch Shiny sein konnte, weil so viele Wasser-Pokémon momentan draußen sind, die alle auch als Shiny verfügbar sind. Da gab es auch richtige Brocken, zum Beispiel auch wie Aquana mit über 1100 WP, einfach wild zu fangen, wo viele auch gesagt haben, hä, seit wann kann man Aquana wild fangen und die Weiterentwicklungen von Evoli. Das gab es aber eigentlich schon immer, die sind nur einfach extrem selten. Ich weiß, damals, als ich unterwegs war, hatte ich auch mal irgendwo einen Blitzer gesehen und das gefangen. Da waren wir in Jena irgendwie unterwegs, mit der Straßenbahn ausgestiegen, bam, Blitzer mitgenommen, mitten in der Nacht. Aber neben Aquana mit 1100 gab es auch dicke Brocken, wie zum Beispiel Impagator. Da würde sich der Iswo jetzt wieder richtig freuen. Ein Impagator hat jetzt nur über 600 WP, knapp. Aber das konnte man natürlich gut eintüten mit gelber Beere, 20 Bonbons mitgenommen, wieso nicht? Und ein wildes Impagator zu fangen hat bestimmt auch noch nicht jeder gemacht. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben? Labras. Selbst Labras gab es auch, ist ja auch ein Wasser-Eis-Pokémon, gab es auch während des Events zu fangen. Also, wenn man Glück hat, natürlich nicht überall und an jeder Stelle aus jedem Lokmodul, aber selbst Labras gab es da und das hatte so um die 1800, glaube ich. Labras ja früher auch einfach in Raids gerne gesehen und gemacht, oder wenn man mal ein wildes Labras gesehen hat, sind die Leute komplett ausgerastet. Heutzutage lockt das keine Maus mehr hinterm Sofa vor und deswegen habe ich aber trotzdem mal mit reingeschnitten, 1800 Labras mitgenommen, auch richtig gute Sache. Das Highlight natürlich, oder der schwerste Brocken war aber ein Turtok mit 1900 WP, was ich auch versucht habe mit gelber Beere zu fangen, habe da auch wieder, wollte 20 Bonbons da ergaunern und mitnehmen, habe aber bestimmt 30 Bälle oder so, 30 Hyperbälle verschwendet, bis das endlich mal drin geblieben ist. Das war wirklich so hartnäckig, aber gerade die Starter sind ja bekannt natürlich, dass sie hartnäckig sind und die Weiterentwicklungen von den Startern sind natürlich nochmal eine Nummer größer und schwieriger und brutaler. Hat aber im Endeffekt geklappt. Und deswegen möchte ich euch generell auch mal meine Ausbeute hier zeigen, gerade auch was Perlu betrifft natürlich. Viele haben ja einen 100er bekommen, ich am Ende also auch. Möchte hier auch reinschneiden. Ein 100er hatte 544 WP. Und ja, das war dabei, das lasse ich natürlich so, denn ihr könnt ja nicht die Entwicklung beeinflussen und sagen, was das nun wird. Und deswegen ein 100er Perlu frisch aus der Forschung bekommen, lasse ich so stehen, 544 WP, habe dann aber mein zweithöchstes genommen, habe das entwickelt, habe mir ein Aalabyss geholt. Das ist das Hässliche von den beiden, sage ich mal. Ich meine, die sind beide jetzt nicht so toll, aber das ist das Hässliche von den beiden. Ein Aalabyss, neuer Pokédex-Eintrag aus dem zweithöchsten Perlu, was ich hatte. Dann habe ich das dritthöchste Perlu genommen, was ich hatte, und wollte einen Saganabyss draus machen. Da gab es ja Leute, die gesagt haben, da gibt es einen speziellen Trick.
Das ist nämlich so, jedes Perlu, was entwickelt wird und unter 1000 WP hat nach der Entwicklung, ist ein Alabis. Alles, was über 1000 WP hat, wird zu einem Saganabis. Und es gibt keine Alabis, die über 1000 haben, und es gibt keine Saganabis, die unter 1000 haben. Jetzt habe ich gedacht, okay, Tipp war allgemein, man soll also, bevor man ein Perlu entwickelt, zwei Pushs geben. Das habe ich auch bei dem 541er Perlu gemacht, habe zwei Pushs gegeben, habe das entwickelt und weiß Gott, es ist ein Saganabis geworden. Also gleich beim ersten Anhieb Alabis und Saganabis genau direkt entwickelt. War das Zufall, war das Glück? Man weiß es nicht. Manche haben das Screenshots gezeigt, die haben dann schon 100 Alabis entwickelt und alle hatten wirklich 100.000 und dann haben sie ihre 5, 6 Saganabis gezeigt, die hatten alle über 1000. Da konnte man dem Ganzen schon ein bisschen Glaubwürdigkeit schenken. Aber das war noch nicht alles, denn vorhin habe ich es angesprochen, auch die Wasser-Pokémon, die vermehrt als Shiny aufgetreten sind. Und da habe ich was richtig Geniales bekommen, nämlich ein Shiny Krabby. Und da bin ich besonders stolz drauf, mit 573 WP, weil das auch recht selten ist, mir auch gefehlt hat. Und das hat mich wirklich überrascht. Wäre es jetzt Weimar gewesen oder Carvador, wäre auch cool, aber die habe ich schon alle. Auch die Weiterentwicklungen, aber Krabby habe ich noch gar nicht gehabt. Jetzt also auch dabei, Shiny Krabby in der Sammlung. Und gerade wo wir beim Thema Shiny sind, man möchte ja nicht nur Shiny Perlu, man möchte ja auch die Weiterentwicklungen von Perlu als Shiny haben. Also dachte ich mir, mache ich den gleichen Trick einfach nochmal. Ich nehme einfach dann das höchste Shiny Perlu mit 535 WP und entwickle das zu einem Shiny Alabis. Habe ich gemacht, hat auch geklappt, ist auch auf Anhieb ein Shiny Alabis geworden. Und dann habe ich mir das zweithöchste genommen, das 533er Shiny Perlu, habe das entwickelt, aber vorher natürlich wieder zwei Pushs gemacht, durchgeführt, so wie es der Trick ja besagt und beschreibt, denn das ist nicht vom Geschlecht abhängig, wie manche dachten, dass männliche zu dem werden und weibliche zu dem, ist nicht so, hat mit dem Geschlecht nichts zu tun. Haben wir den Trick also wieder angewendet, zwei Pushs gemacht auf das Perlu, damit es absichtlich ein Saganabis wird und es ist auch ein Alabis geworden. Sprich, der Trick ist wieder mal für die Tonne. Das war wahrscheinlich wirklich nur Glück, dass derjenige und alle seine Kumpels immer genau das bekommen haben, was sie wollten und mit dem Pushen und Entwickeln und sonst was. Jetzt aber gezeigt, es ist ein Alabis geworden, selbst nach zwei Pushs ist es auch ein Alabis geworden, also der Trick funktioniert nicht, es gibt keinen Trick, scheißt mal drauf, auf alles was gesagt wird, aber ich habe mich natürlich nicht demotivieren lassen und habe meinen eigenen Trick entworfen, wie das natürlich funktioniert und der ist auch getestet, einmal, und wenn er einmal funktioniert, dann wird er ja wahrscheinlich immer funktionieren. Ich habe nämlich einfach mit Bob ein Perlu getauscht, der hat mir eins von seinen rübergeschickt und hat gesagt, er hat etliche, er braucht nur drei Stück oder so, ich kann mir da ruhig eins noch gönnen. Habe ich mir also ein Perlu von ihm rübergeschickt. Hab das nach dem Trade direkt entwickelt und es ist, ein 524er war es übrigens, und es ist direkt ein Shiny Saganabis geworden. Also genau das, was mir noch gefehlt hat, weil Alabis habe ich ja nun zwei gehabt, Saganabis hatte ich keins und nachdem das Shiny Perlu getradet wurde, wurde es bei der Entwicklung ein Shiny Saganabis. Jetzt könnte man ja wieder große Verschwörungstheorien aufstellen und sagen, ja, neuer Spezialtrick entdeckt, ihr müsst ein Shiny Perlu tauschen und dann entwickeln, denn ein getauschtes wird 100% zu Shiny Saganabis. Habe ich ja hier bewiesen, denn ich habe alle Shiny getauschten, die ich hatte, entwickelt und alle sind zu Shiny Saganabis geworden. Es war zwar nur eins, aber damit auch eine 100% Erfolgschance. Bis jetzt. Ist also alles Schwachsinn. Hört überhaupt nicht drauf, was ich sage. Vielleicht habt ihr es ja geschafft, auch mit wenigen Mitteln. Und vielleicht war es auch beim ersten Mal bei euch. Vielleicht habt ihr auch ganz eigene, kuriose Theorien. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Aber natürlich nochmal die Frage, wie fandet ihr den Perlu Day, der jetzt wieder 100 Jahre zurück
liegt, aber ich jetzt erst dazu komme. Also, wie fandet ihr den Perlo Day im Vergleich zum Barschwart Day? Wie war eure Ausbeute? Habt ihr da ein paar Shinies abgegriffen? Habt ihr alle Entwicklungen normal bekommen? Habt ihr alle Entwicklungen auch als Shiny bekommen? Seid ihr zufrieden? Habt ihr ordentlich abgestaubt? Habt ihr vielleicht außerhalb der Reihe noch ein Shiny bekommen, so wie ich das mit dem Krabby? Vielleicht habt ihr ja auch Carpador bekommen oder eben Weilma oder ganz andere Sachen. Was gab's denn noch? Barschwart. Schon alleine Barschwart gab's ja auch, hätte man auch als Shiny bekommen können, eben an diesem Tag. Ansonsten habe ich von vielen eigentlich nur Positives gehört und so kann gerne wieder ein begrenztes Forschungsevent kommen. So macht es auch Spaß, so hat es auch Sinn und auch zu dem Thema, dass auch vermehrt generell Wasser-Pokémon da waren und das Ganze zu dem Event gepasst hat, auch eine gute Sache. Und ja, dann würde ich sagen, war es das aber von diesmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.